Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz, und zwar diesmal mit Barotrauma. Drücke eine weitere Taste, um fortzufahren. Ihr seht im Hintergrund ein U-Boot, und das Spiel ist ein U-Boot-Simulator im entferntesten Sinne. Ein Koop-Spiel, in dem man mit mehreren Besatzungsmitgliedern, auch mehreren Spielern ein U-Boot befehligen kann. Es gibt verschiedene Klassen, die man auch hier oben, wenn man sich die Ausbildung anschaut, kann man hier einen Mechaniker spielen, einen Ingenieur, einen Arzt, einen Sicherheitsoffizier und einen Kapitän. Das sind jetzt verschiedene Tutorials, die man sich mal anschauen sollte, bevor man das Ganze spielt, um die Grundmechanik im Spiel zu verstehen. Das Spiel erscheint am 5. Juni auf Steam und kostet so zwischen 15 und 20 $. Einen konkreten Preis konnte ich selber noch nicht finden, und Daedalic, die sind der Publisher hier in dem Fall, die haben mir den Key zur Verfügung gestellt. Wir haben schon vor ein paar Tagen, haben der Herr Fleischhammer und der Herr Cocaine zusammen mit mir hier ein bisschen Gameplay aufgenommen. Da war das Spiel noch in Englisch und wir hatten nicht besonders viel Ahnung von dem Spiel. Also wir haben das völlig blind gespielt. Wir haben alle diese Tutorials parallel gemacht und haben uns dann ins Spiel gestürzt. Das ist am Anfang sehr chaotisch. Ich glaube, die ersten 5 Minuten sind wir einfach mehrfach gestorben. Das werdet ihr gleich sehen, denn ich werde gleich einen kleinen Cut machen. Und dann werdet ihr die Aufnahme sehen, die wir da aufgenommen haben. Wie gesagt, jetzt ist auch schon mittlerweile die deutsche Übersetzung drin. Und es dauert jetzt noch ein paar Tage, bis das Spiel rauskommt. Und es gibt eine Workshop-Anbindung und. Und es gibt verschiedene Missionen, beziehungsweise auch eine Kampagne oder ein freies Spiel. Wir haben hier so ein paar Missionen gemacht, beziehungsweise versucht. Und es wird sehr chaotisch. Aber es war sehr lustig, die Aufnahme, und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir beim Anzocken von Barotrauma. Und ich denke, wir werden dann später auch noch mehr davon im Stream sehen, wenn die Kollegen wieder Zeit haben oder wir dann entsprechend mit mehreren Leuten das Spiel ausprobieren können. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Barotrauma, der Aufnahme. Und ja, denkt dran, wir hatten keine Ahnung, und das ist auch gut so. Viel Spaß! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz und auf dem Kanal vom Kollegen Fleischhammer und zusammen mit Cocaine. Guten Tag. Hallo, mein Name ist Cocaine. Du bist Fleischhammer. Wir hatten das doch vorher schon, die Rollen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Herr Fleischhammer. Ich bin Cocaine. Na? Na, wo sind wir hier, Herr Fleischhammer? Erklären Sie mal, während ich hier Strom mache. Ich bin der Kapitän. Ihr seid nur Handlanger. Wir spielen U-Boot-Simulator Barotrauma. Mhm. Und wir müssen irgendwie... wir haben eine Mission gewählt. Tutorials gespielt. Wir sind... ich bin Bordingenieur. Ich mache jetzt hier gerade Sprit auf die Pipeline. Das ist genau das, was wir wollen. Just hier Chat. Hier ist was los? Ja, ja, ich bin dabei. Ball läuft. Oder was? Ja, ich bin... Der Motor brennt. Wieso brennt der Motor? Keine Ahnung warum. Es brennt auf jeden Fall. Feuerlöscher. Weil ich überhitzt habe. Ich lösche. Ich lösche. Habt ihr einen? Ich lösche, ja, ich lösche. Ich bin schon losgefahren. Das könnte der Grund sein, warum meine Maschine direkt überhitzt. Nee, die ist... Oh, oh. Okay. Mach mal Endround, mach mal normal. Das war's. Cocaine lebt noch, zumindest kurzfristig. Kannst du das fixen? Du bist doch der... Ich kann überhaupt nichts fixen hier. Ist alles unter kaputt. Wasser? Hier ist ja alles direkt kaputt. Ich bin direkt unterm... Dung, macht das hier. Geil. So, meine Lieben, das war Barotrauma. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ja... Wieso lebst du denn noch? Ah ja, kann nicht mehr lange. Kann nicht mehr lange gehen. Das macht er? Ah ne, er chillt sich. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, dann, okay. Oh man, Burned by Death. Okay, können wir jetzt langsam machen. Das ist nicht nochmal der Mechaniker an. Also wir erklären jetzt nochmal folgende Sachen. Barotrauma ist ein Spiel, in dem ein U-Boot gesteuert werden muss, kann, darf, soll. Und wir müssen verschiedene Missionen machen. Wir haben jetzt hier gerade einen Server aufgesetzt, wo wir zu dritt spielen. Und eigentlich sollte KI dazukommen. Ich verstehe das nicht. Hier steht Bot Spawn Mode Fill, Normal. Ich mach mal Normal. Und lass mal auf Bot Count 2. Wir können jeder unsere Prioritäten festlegen. Also ich würde gerne Ingenieur sein. Cocaine ist, glaube ich, primär Mechanic. Und der Fleischhammer ist Security Officer, oder? Ich habe Captain als erstes angewählt. Ah, Captain als erstes gewählt. Okay, alles klar. Wegen Fahren, aber eigentlich könnte... Ja. Also ja, im Prinzip kann ja eigentlich fast jeder so ein bisschen alles machen. Ja, genau. Also ich kann ja auch nicht, also wenn ich nicht Captain bin, kann ich das Ding auch steuern. Genau. Ah, okay, verstehe. Es geht nur um den Skillpunkt, ne, den man dann primär hat, wo man gut drin ist. Gut, wir probieren es einfach nur. Also wir können das Spiel, wir haben gerade das Tutorial gespielt. Das Spiel kommt am, lass mich kurz erklären, kommt am 5. Juni kommt das Spiel raus auf Steam. Es soll zwischen 15 und 20 Euro kosten. Und es gab es auch schon mal über die Website des Herstellers, jetzt von Daedalic, die uns auch den Key zur Verfügung gestellt haben. Wir legen los. Herzlichen Dank, Daedalic. Genau. Let's go. Barotrauma. Hat schon mal ein paar Schmunzler für uns, also das müssen wir schon mal sagen, weil das jetzt natürlich nicht aufgenommen ist. Okay, wir müssen irgendwelche, was müssen wir machen? Party Aggressive Hammerhead has been. Okay, wir müssen einen Hammerhead bekämpfen, das ist gut. Alles klar, ich nehme schnell, ich mach jetzt den Generator nochmal an und bitte keine, jetzt nicht das Ding direkt starten, weil, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Lüftung, die Dinger müssen laufen, ja, also let's do it. Okay, pass auf, ich gebe jetzt erstmal auf die Fusion Rate. Light-Komponenten. Weißt du, wie das geht? Hier ist auf dem Board. Ich hab das Tutorial gemacht. Mach mal hier, mein Freund. Fix Leaks. Let's go. Cocaine, Fix Leaks. Wir haben 2 Mechaniker an Bord. Es brennt schon wieder. Ich weiß nicht warum. Ich hol schnell den Feuerlöscher. Vielleicht langt's ja noch. Nimm ihn mit. Ich hab Feuerlöscher. Guck du mal hin, ich muss den kurz den Feuerlöscher droppen, ob ich das mit dem Sprit... Was macht ihr denn? Ich habe keine Ahnung, im Tutorial ging das ganz einfach. Nicht mehr viel. Cocaine ist schon wieder die, der schwimmt. Jetzt mach Endround, los, lass doch mal. Nochmal. Alter, hast du viele Leute getötet jetzt. Nein, ich war nicht, also es ist, ja. Im Tutorial ging das ganz einfach. Willst du mal den Ingenieur machen, Herr Fleischhammer? Bist du Mechaniker oder nicht? Ach doch, nee, der Ingenieur, ne? Ingenieur, also hatte ich zumindest... Dann mach ich jetzt mal einen Ingenieur nach oben. Okay, dann mache ich den Medical Doctor. Mache ich auf 1. Ups. Wir brauchen aber jemanden, der den Bots sagt, was sie zu tun haben. Ansonsten brauchen wir keine Bots spielen. Nee, du kannst du trotzdem... Dann lass jetzt die Bots raus. Wir töten einfach, ich habe die Bots auf 0 gesetzt. Wir haben aber keine Bots. Lass nicht noch mehr AI sterben ohne Bots. Ich starte jetzt. Starte. So, da sind wir wieder zurück. Nach einem etwas chaotischen Start haben wir noch mal ein bisschen ausprobiert, gemacht, getan. Und wir hoffen, dass wir jetzt nicht explodieren. In dieser Mission müssen wir einen Hammerhead-Tier töten, Herr Fleischhammer. Sind Sie bereit zum Töten? Ich bin bereit. Spezifischen Position aber, ne? Okay, dann müssen wir uns raussuchen, alles klar. So, ich stand in der Mission. Ah. Mach mal erstmal hier deine Aufgaben, mein Freund. Ich mach jetzt erstmal hier Sprit auf die Pipeline. Ich bin hier der Kapitän in the house. Und was stehen Sie hier rum? Ich habe gesagt, Fixing Leaks, mein Freund. Fixing ja, mach ich doch. Ich muss nur erstmal meine Werkzeugkiste packen, ne? So, Freund. Sonst hau ich hier gleich einen. Jetzt mach ich hier erstmal Ding drüber. Geht jetzt geht's los, mein Freund. Jetzt geht's los. So, unser Problem war, wir haben am Anfang, oder ich habe am Anfang immer diese ganzen Rods reingemacht und die führen zur Überhitzung. Dann kannst du machen, was du willst. Und deswegen werden wir das jetzt hier mit einem machen und ganz langsam einschwenken. So, jetzt kommt's hier. Critical Low Temperature. Ich mache mir jetzt die Tür hier schon mal zu. Ja, und auf jeden Fall Feuerlöscher. Blutpacks mit. Weißt du was? Mechaniker und Ingenieur, okay. So, jetzt steige ich das langsam. Was bitzelt denn hier? Das sind die Lampen, meine ich. Syringe Gun. Haben wir hier irgendwo noch einen Syringe? Morphin. Steroide. Ja, let's go. Hm. Jetzt kriege ich die Temperatur nicht hoch. Du musst ihn hochdrehen. Okay, ich drehe nochmal weiter. Jetzt scheint es zu steigen. Jetzt steigt's. Okay, jo, jetzt sieht's besser aus. Jetzt hat er Output hier. Wichtig ist, dass du den Dings anmachen kannst. Aber bis jetzt ist, ich probiere mal on. Ja, jetzt auf Auto, jetzt auf Auto. Ne, hat nicht geleuchtet. Ich hab's einfach auf on gemacht. Achso, okay. Jo. Okay, dann gehe ich mal an die Ich hoffe, dass es langt. In die Kombüse holen wir noch eine Stulle und dann fahren wir los, meine Herren. Und zwar Razi-Fazi, du weißt, wie abgehen hier. Sehr gut, dann helfe ich mir. Nee, du siehst auch auf dem Sonar, siehst du den Hammerhead? Ja, noch nicht. Wir müssen Monster bekämpfen? Oh Gott. Hammerhead, Active Sonar. Oh, you're fucking ready, let's go. So, dann helfe ich mal dem, dem Bordschützen, ne? Hast schon beides bedingst, Herr Cocaine? Die sind schon bestückt, ja. Okay. Das hier, wir verlassen die Moitura-Mine in Richtung Hammerhead. Der ist 270 Meter entfernt, ist nicht mal weit. Oh Gott. Gehen wir jetzt hindurch. Kommt der unter uns oder kommt der über uns? Oh Gott, nee, das kommt vor uns. Also, es sieht so aus, als wenn er vor uns ist. Ist ja, also ich bin unten an der Kanone und du bist oben an der Kanone. Ich bin oben, ja. Also in Fahrtrichtung. Wenn du oben bist, muss ich irgendwie rausfinden oder ich muss den ja irgendwie steuern. Dass du über oder unter dem Ding bist. Ja, ne? Dass ihr Schussfrequenz habt. Sieht man nach oben ihn weg hier. Wolle, Polle. Let's go, Leute. Vielleicht nicht ganz so schnell. Vielleicht nicht ganz so schnell Richtung Steine. Yeah! Nice. Jetzt haben wir Fahrt. Speed ist on. 20 km/h. Velocity. Decent. Guck mal bei dir mit. Ich möchte es auch mal gerne sehen. Wenn der Hammerhead kommt, sag Bescheid. Ah, hier. Research Facility. Nein, Hammerhead. Oh, da kommt der Hammerhead. Alles klar. Ich bin raus. Ich bin an der Ding. Okay. Er müsste jetzt hier irgendwo auftauchen. Mal langsam. Der ist unter, nee, der ist über uns, ist vor uns. Rechts von uns, ja. Oh, verdammt. Ich höre ihn. Oh, verdammt. Ich sehe ihn aber nicht, also ich kann noch nicht beschießen. Ich sehe die Docking, sehe ich hier. Versuch runter zu fahren wieder. Ihn ein bisschen anzulocken. Oh, oh. Ist vor uns. Jetzt kommt er. Geh wieder runter. Ja, ich sehe ihn. Oh, ich habe auf unser eigenes Schiff geschossen. Das ist nice. Ich habe ihn, glaube ich, einmal getroffen. Ich sehe leider nicht mehr. Er ist vorne. Ich zieh wieder hoch, Cocaine, du bist gleich dran. Mhm. Noch kein Sichtkontakt? Nee, nee, noch lange nicht. Nee, nee. Ich muss erstmal das Auto hier bremsen und dann gehen wir wieder hoch. Die Velocity kommt jetzt auf minus 2, minus 1, minus 0. Jetzt geht er wieder hoch. Jetzt Mias, der ist bei dir. Der, du bist nicht vor. Ah, links von uns? Nee, der ist immer noch rechts. Ich zieh mal. Ja, ich sehe ihn. Ja, fast. Oh, ho, 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 ho. Velocity, mein Freund, was ist... Oh Gott! Wir haben Leck, wir haben Leck! Wir sind Leck geschlagen! Oh Gott, wir müssen reparieren, warte. Ich hab... Geht das? Ich helf mit, ich hab nur Welding-Gun. 5, nee, das ist Schrittgang. Okay. Schritt. Wir müssen die Pumpe irgendwie anmachen, oder? Okay, ja, wir müssen die Pumpe, wir haben Leck. Ich glaube, ich war... Jetzt ist er an. Wie hast du das gemacht? Ah, die Türen habt ihr aufgemacht. Nice. Ich hab die Tür aufgemacht, ja. Der Sauerstoff fehlt halt. Okay. Das liegt... woran? Nee, der Sauerstoff ist da. Jetzt ist er da, alles klar. Okay, ich gehe an die Kanone. Moment, das Ding ist doch... Da ist er noch. Das ist über uns. Okay, wir sind wieder... Warte. Auf Kurs. Oh. Au. Ach, komm, Jack. Ich hab volle Pulle hochgezogen, das Ding. Ja, ja. Wer hat denn hier die Tür offen lassen? Wo ist denn das Leck? Vorne. Ich hab ihn getötet. Hammerhead is dead. Okay, wir müssen mal... Okay, ja, das wollen wir mal sehen, ob wir die hier raus navigieren können. Ich mach mal... Oh, wir sind total kaputt. Wir müssen... Ich helfe. Wo ist denn das Leck? Das ist links und ganz rechts. Was ist sein? Okay, ich guck nach der Pumpe, ja? Du musst die Tür wieder zumachen. Nein, wir werden... Du bist ein Honk. Ah. Ich mach zu. Das gibt's doch nicht, einer reicht. So. Okay, ich gucke... Oh Gott. Ich sehe irgendwo noch Luft zum Atmen. Ich sehe... doch, man kann auch atmen. Ja, der pumpt jetzt wieder. Naja, wir müssen aber hier irgendwie... Warte mal, hier wieder aufmachen. Mal rauslassen mit Wasser. Hier unten ist nämlich eine Pumpe. Ja, die pumpt. Okay, dann haben wir doch irgendwo anders auch noch Pumpen. Ganz links ist noch eine Pumpe. Was ist denn mit dem Button? Warum liegt der nicht? Ich habe mal das Wasser nach unten abgelassen. das so schlau war, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht sollte man... Fährt die Karre? Das ist eigentlich mit Strom. Ich hab dir noch ein bisschen Wasser hinterher geschoben. Okay. Jetzt geht's raus, jetzt wird's langsam abgepumpt. Aber links ist noch was kaputt. Der Thruster ist kaputt. Warte mal, Duckblock. Force to open. Kannst du hier unten irgendwas... Was ist das hier unter uns, okay? Das Ding? Nee, also ich komme nicht weiter links. Achso. Duckblock, keine Ahnung. Nochmal. Ich helfe dir kurz. Hier. Nicht! Ich hab dir da... Ich hab dir... Nee, ich versuche hier das Ding irgendwie... Reaktortemperatur. Nee, ja, ich hab so einen Rock da noch reingesteckt. Jetzt brennt die Scheiße. Es tut mir echt leid. Warte mal, Hull Breach. Wir haben oben Hull Breach. Ja, oben auch noch irgendwo. Oh Gott, hast du noch irgendwo so eine Gun? Es brennt. Minial. Ja, ich bin ja am Löschen. Was brennt denn das Ding? Musst du runterdrehen. Ich hab doch schon rausgenommen, den Kern. Ah, da ist noch ein Leck. Okay. Ich krieg's nicht gelöscht. Jetzt. Okay, nee, ist wieder auf Autos, läuft alles. Oh Gott. Die Tür oben ist kaputt. Was war das denn? Hat jemand auf mich geschossen? Hä? Ich hab nicht geschossen. Ich hab gelöscht. Mit einer Schusswaffe? Ja. Aua. Kriegst du das gefixt da oben? Ich sehe keinen Schaden. Press 1, Mausband 1. Kann man nicht umgehen. Jetzt ist Custom Door. Irgendwo ist noch ein Schaden. Aber müsst ihr denn ganz links höre ich plätschern wie bescheuert? Ja, ganz links ist was kaputt, aber ich kann da nichts... Ich kann da nichts reparieren. Der Thruster ist kaputt. Ich kann nicht. Warte, ich probiere mal mit dem Schraubenzieher. Aber können wir nicht jede Thruster ablassen? Du musst es, glaube ich, reparieren. Ich muss reparieren, aber wo ist denn hier was kaputt? Ich sehe es nicht. Ah, da links, ja, alles klar. Ist kaputt. Ja, warte. Klappt den... Ich hab repariert. Nee, hab ich nicht. Warte mal, vielleicht muss ich einen Schraubenzieher nehmen. Ja. Okay. Hier ist nämlich eine... Ah, Wire. Ich muss hier irgendwas wiren. Power Insert Force, Repair. Jetzt, alles klar, repaired. Ich repariere. Gut. Na? Na, ich bin noch dabei. 80%. 90%. Ich bin dafür, dass du mich in Wahrheit mal freuen. Wir haben, glaube ich, irgendwelche Viecher. Ist repariert. Draußen. Ist repariert. Ich höre das auch. Guck mal. Ich sehe aber nichts. Au, boah, hast du mir die Tür... Oben ist auch noch was kaputt. Ich komme. Ja, das stimmt, diese Viecher. Aber da ist offen, ne? Da ist offen, aber ich komme hier nicht raus. Um das ich hole mir mal einen Anzug, sicher ist sicher. Ja, du kannst die Tür hier gar nicht aufmachen. Das heißt, du kannst hier gar nicht raus. Ach so. Aber irgendwo läuft doch hier noch Wasser rein. Ja, oben. Lass mal, geh du mal raus. Ich probiere das mal mit dem Anzug. Vielleicht lässt du mich einfach deswegen nicht durch. Machen wir hier zu. Aber mir geht's ja nicht gut, was denn? Burn und Internal Damage. Ich sollte mich mal hier... 3. Press Rewire, Detach. Ne, da baust du nur den Schalter ab. Da baue ich nur den Schalter ab, das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Okay, man kommt hier nicht raus, aber da ist Wasser dahinter. Machen wir mal wieder einen Statusmonitor. Ah, ich sehe, warte mal, ganz rechts ist auch noch. Da gehe ich mal schnell rein. Ganz rechts? Ich habe einen Anzug an. Ja, aber du kannst... Das war schon nicht. Unautorisierter kommt da nicht rein. Ja, das ist halt nicht für jeden. Ne? Aua. Mir geht's nicht so gut. Also hier unten ist noch Wasser. Irgendwas ist mit mir. Mir geht's nicht so gut. Ich weiß nicht, was das ist. Hör auf jetzt. Will ich erstmal bandagieren. Kommst du nicht rein? Rewire? Meth, Anti... Ja, immer rein damit, ne? Set State. Button, Button, Toggle. Out, keine Ahnung. Oha. Ah, du musst den Button wieder einstellen. Da war kein... Hör mal auf, mich anzubrennen. Ich brenne dich gar nicht an. Ich brenne dich gleich an. Was? Nein, ich hab den Schraubenzieher. Irgendwas läuft nicht bei uns. Au. Irgendwas passt hier nicht, ne? Du stirbst. Ich nehm euch mit. Ah! Aber jetzt da! Lass mal Minjas dahin. Minjas muss irgendwas an dem Button machen. Geh mal weg, ich muss den Button machen. Geh weg. Dass die Tür wieder reagiert. Aber da gibt's nichts. Es gibt nur zwei Kabel. Delay Component und Custom Door. Haben wir... Mir geht's nicht gut. Ja, wir haben immer noch ein Leck da hinten drin, aber wir kommen in den Raum nicht rein. Können wir nicht aber weiterfahren jetzt? Ja, aber wir sterben. Nee, aber ja, aber passiert das. Die Tür geht gar nicht mehr ganz auf hier. Ah, jetzt. Ding ist, ich höre links noch Wasser fließen, das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, weil links oben die Tür auch nicht aufgeht und da ist auch noch ein Deck drin. Rechts und oben links ist die Tür kaputt. Was ist da jetzt passiert? Ja, wir haben keine Energie mehr. Okay, ich gucke nach der Energie. Oh, was ist das? Was war denn das? Du hast geschossen. Ich habe nicht geschossen, ich habe nicht mal eine Waffe. Na toll. Hier ist ein Kasten kaputt, sehe ich gerade. Wieso geht denn das nicht? Muss ich hier... Ja geil, der Generator ist kaputt. Wer ist denn hier der Engine und der Mechaniker? Ich bin ja dabei. Ich habe auch keine Ahnung, wie das hier jetzt funktioniert, was man machen muss. Nehme ich mir jetzt hier so ein Welding-Tool, jetzt repariere die Scheiße alleine. Ich bin ja der Kapitän, verdammt! Alles klar. Das guckt jetzt nicht Cocaine! Hier ist doch Wasser. Hier ist doch, was ist denn für eine Verweigerung hier? Strom kommt. Oxygen. Cocaine, ich bin... Mann. Okay, Strom ist wieder an. Ja, aber Jack Fleischhammer ist tot. Ja, das ist ja nicht so schlimm, jetzt können wir nicht in Ruhe interagieren. Okay, genau was sagen. Ein Oxygen ist kaputt. Follow me! Follow me! Open the operation. Steer the wheel. Change the battery. Ich blute auch aus. Also es ist ja... Nee, das ist Quatsch. Das bringt nichts. Das heißt, wir haben Mission... ins Verderben. Hm? Das heißt, Mission Hammerhai ist Hammer... Na, wir haben den Hai getötet, ne? Ja gut, ob wir jetzt drauf gehen, das war ja für die Menschheit, ne? Das war ja dieser Hai, der diese Menschheit da so bedroht hat. So sieht's aus. Immer, ja, unconscious. Jo. Guck mal oben. Also, was ist denn mit dem hier los? Ja... Ach, jetzt geht er. Guck mal, jetzt bewegt er sich. Naja. Naja, so schlecht war es jetzt auch nicht. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, die Mission war sehr erfolgreich. Also, Medical Doctor. Oder? Ja, also, sehr erfolgreich, ja. Mhm. Sehr gut. Also, wenn es euch gefallen hat, dieser kleine Ersteindruck aus Barotrauma, dann werden wir das... Also prinzipiell, nur ganz kurz mal fazitmäßig, würde ich sagen, die erste Zeit hat richtig Spaß gemacht, als wir noch nicht wussten, was wir zu tun haben. Es war halt mehr so Chaos, sehr viel Laune gemacht. Ja, ja. Nein, auch jetzt fand ich es nicht schlecht. Ich meine, man muss halt erstmal reinkommen in das Spiel. Genau, und das, nicht, dass das jetzt untergeht. Ich glaube, man muss das sehr reinkommen in das Spiel. Und wir haben das Tutorial gespielt und haben das alle durch. Und es war auch alles sehr, sehr schlüssig. Aber man muss dazu sagen, dass es jetzt im Spiel dann noch ein Zacken komplexer war, was uns nicht so... Ja, hatten wir jetzt nicht mit. Aber vielleicht haben ja viele das schon gespielt. Das Spiel gab es ja früher schon vom Entwickler selber über die Webseite. Und es wird jetzt halt von Daedalic gepublished. Somit kam es out of Steam. Und es soll eine deutsche Übersetzung kriegen, es soll zwischen 15 und 20 Dollar kosten, also ich denke mal 15 € wird es kosten, sowas herum. Und kommt, wie gesagt, am 5. Juni raus. Und hat einen Trader-Modus. Genau, wenn ihr diese Folge seht, müsste der 31. sein, denn da darf das Spiel gezeigt werden. Also nehmt unser Gameplay jetzt nicht als Referenz für das Spiel und die Qualität des Gameplays. Es hat mich sehr gefreut, dass wir mal wieder zusammen reingeschaut haben, zusammen mit Cocaine und Herrn Fleischhammer. Wir sehen uns beim nächsten Angezockt wieder, wenn es wieder heißt, Fleischhammer, übernehmen Sie. Jawohl, Kapitän, jawohl. Bis dahin. Bis dahin. Au revoir.